Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory. Und ja, wir hatten ein kleines Problem. Und zwar ist aus irgendwelchen Gründen unser Speicherstand flöten gegangen. Keine Ahnung, was mit dem Update zu tun hatte. Wir haben jetzt die Version 2.2.3. Ja, wie auch immer, ich habe es einigermaßen versucht zu rekonstruieren. Wir haben hier die Falle, die wir eigentlich damals geplant haben. Bisschen größeres Format. Ihr seht schon Zombies und so weiter. Und wir haben nicht mehr Einzelbäume, sondern wir haben jetzt ein ganzes Feld mit Bäumen angepflanzt. Das hat den Vorteil einfach, dass sie halt auch geballt wachsen. Und wir haben dann auch schon ein bisschen angefangen, die ersten Magical Crops zu herstellen. Das geht dann, indem man aus diesen hier, aus den Minikus-Essenzen, die man aus dem Monster bekommt, 8 Stück von denen und in die Mitte einen Samenkorn von Weizen angepflanzt, kann man so einen Minikus-Essenz-Samen bauen, damit man dann mehr von diesen Minikus-Essenzen hier rausgewinnen kann. Ja, und ich habe auch kurz vorhin noch im Kreativ um unseren Taui zu bauen, weil der hat hier gefehlt in dem Self-Game hier. Jetzt haben wir natürlich die Samen nicht. Ja, dumm gelaufen, egal. Jetzt wird es dann schon funktionieren vor jetzt an. Okay, wie gesagt, die Minikus sind halt wichtig, damit man dann wieder neue Sachen machen kann, um neue Sachen anzupflanzen, die wir dann nebenbei bekommen können. Ich habe ein bisschen Erde, ich habe jetzt überlegt, eine andere Baumsorte mal anzupflanzen, werde ich mal sehen. Wir haben ja bei der letzten Folge versucht, Knochen zu farmen. Wenn ihr denkt, wie das hier so schön aussieht, ich habe einen Shade aktiv. Seht auch hier, wie die Bäume hier Wind wackeln, der Mondschein etc. Genau, und die Knochen haben wir natürlich gebraucht, um Porzellan herzustellen, das wir dann gebraucht haben, um Kessel zu bauen, natürlich um Lava herzustellen. Ich habe schon 3 inzwischen. Dann haben wir noch eine Möglichkeit gehabt, wir können noch aus dieser Brücke, wie heißt die schon wieder, muss ich schauen, das ist kein versinkter Ziegel, genau. Das zeigen, die haben wir hergestellt, den habe ich eigentlich gefarmt damals, weil das hier ist eigentlich meine Singleplayer-Welt, die ich nebenbei gespielt habe, neben dem Let's Play, sag ich jetzt mal. Und ich baue es auch hier weiter jetzt, da wir hier jetzt schon eine Basis haben. Ja, wir müssen die versinkten Ziegel bauen, die wir aus Mörtel hergestellt haben. Mörtel bekam man, indem wir entweder einen Ton in den Block nehmen und Sand und Kies, gibt es 8 Mörtel, oder wir Ton, Sand und Kies zusammen mischen, gibt es 2 Mörtel. Gab es zwei Möglichkeiten, ich habe hier einiges hergestellt, da konnte man auch dieses die Schmelzkern müssen wir herstellen, hier sehen wir Brennstofflava, die habe ich zurzeit immer noch mit dem Kessel abgeschöpft, den ich mir inzwischen hier auch gebaut habe. Okay, ich dachte, ich habe einen Eiseneimer mal gehabt. Und eine Kiste gepackt. Ich habe etliches viel zu viel. Moment, es kann auch sein, dass der Eiseneimer ist und der hier jetzt anders aussieht auf diesem Texture Pack. Ich verwende noch ein anderes Texture Pack. Ich könnte es also mal umstellen. Wenn es euch interessiert, Shader aus der Zeit, dann soll ich Shader drin. Ich habe mal Gronks ausprobiert, will nicht ganz so funktionieren, aber sorry, es ist echt der Shader, der Gronk benutzt. Wenn es jemand interessiert, nehme ich das mal hier raus. Dann Flows hat hier rein und nehme es mal das hier raus. So. Schauen wir noch mit unserem Texture Pack, das wir eigentlich bis jetzt hatten. Flows HD. Nicht so. Ah, und schau an, schauen wir, dass diesem Eimer ein Eiseneimer. Ja, okay, dann habe ich jetzt, wo wirklich der Eimer ist. So, okay. Ja, wir haben hier unsere Schmiede, die natürlich leer ist, wie gesagt, hier Brennofen, wo man halt die Lava reinkippt, um es dann schmieden zu können. Wir mussten eine Gussform bauen, die haben wir gemacht, indem wir einen Ziegel, also einen Lehm Block, sage ich jetzt mal, einfach gebrannt haben. Dann hat man einen Ziegel gekriegt, den hier reingelegt und dann mit 2 Gold
Barren ausgegossen. Jetzt haben wir Gussform, wo wir halt einzelne Barren ausgießen können. Wie gesagt, ich mir der Vorteil, man kriegt halt aus einem Block gleich zwei raus. Also man kann jetzt so die Erze der Trag verdoppeln. Hier ist noch ein zweiter Ausguss, der einen Block gießt. Das heißt, man kann aus neun Erzen einen Block bzw. dann eben zwei Blöcke gießen. Ist wirklich sehr praktisch. Man muss jeden einzelnen Block einzeln. Ja, ihr seht schon, ich habe zwar die Monsterfarm hier gebaut, den Free for Tau hier angefangen, aber hier drüben fehlt dann noch unsere Tierfarm. Gerade geht die Sonne auf. Es ist dann ziemlich grell hier mit diesem Shader Pack. Also könnt ihr schon gespannt machen. Das Ding ist halt wirklich, wir sind natürlich wirklich weit oben. Wenn das wirklich eine normale Welt wäre, mit Schatten oder so, oder im Tal, wäre es auch ein bisschen anders als hier oben in den Wolken. Na gut. Ja, dann habe ich hier ebenfalls, nachdem ich da endlich dann hier die Schmiede hatte, konnte ich auch Erze herstellen in größeren Mengen. Dann konnte ich mir endlich mal das hier bauen. Das ist nämlich eine vollautomatische Holzbrennanlage. Ne, Quatsch, ihr seht die Werkbänke, die brennen zwar ab und zu durch die Lava, aber die gehen nicht kaputt. Und so konnte ich mir halt ohne viel Ressourcen, konnte ich mir halt was hier bauen. Ihr seht hier, ich habe hier 64 Cobblestone drin. Das ist ein automatischer Cobblestone-Generator sozusagen. Wir haben hier den normalen Cobblestone-Generator, die ich gleich meine Wasserquelle kombiniert habe in diesem Let's Play hier. Somit, seht ihr schön die Reflexion, sieht auch wirklich schön aus. Also. Jetzt hier. Die Sonne langsam vor. Oh. So. Ja, ihr seht schon, wie grell gerade. Jetzt ist der Sonnenaufgang noch. Ja, wie gesagt, normalerweise muss man hier das hier die ganze Zeit abbauen. Das war natürlich ein bisschen mühsam. Vor allem, ja, immer die Rumsteherei. Jetzt habe ich hier ein Transfernoid gebaut. Das transferiert Items von dieser Stelle, wo du hinbaust, an denen du es kombinieren tust. In dem Fall habe ich hier ein Fass gebaut. Fass hat den Vorteil, man kann von einem Item bis zu 24,6 im normalen Zustand fördern. Das kann man natürlich noch upgraden, wenn man da wirklich größere Mengen braucht. Aber zurzeit reicht es ja, weil es immer wieder nachproduziert, so wollen wir was rausnehmen. Wie es funktioniert, ihr braucht halt diesen Transfernoid und dann müsst ihr zwingend einen Weltinteraktionsupgrade bauen. Kann man zeigen, dass das braucht nicht so viel, aber man muss halt zwei Sachen haben. Und zwar, oh hier, ach, nur Waldbrand. Müssen wir uns eine normale Eisenspitzhacke bauen. Dann aus vier Eisen und vier Lapis eine Weltnaturs-Upgrade. So, jetzt noch was anderes zumal zu einem Kollegen Schwabenboy, der meistens meine Videos ja auch anschaut. Ist sogar ziemlich hell, ist ja immer ganz hell eingestellt. Kurz schauen, Optionen, Graph einstellen. Helligkeit düster, ha! Will ich wissen, wie das denn hell ist. Wie gesagt, dass man normales Aktien nicht brauchen kann, eigentlich sollte es so sein, Herr Schwabenboy, aber irgendwie geht es hier trotzdem. Also ich kann hier eine Hake bauen, ich kann auch die Eisenspitzhacke bauen. Das funktioniert alles wunderprächtig irgendwie. Also das ist ganz komisch, also ich weiß nicht wieso. Das funktioniert auf jeden Fall. Auch ein Eisenschwert, kein Thema. Na gut, vielleicht ein Bug oder so. Oder ich weiß auch nicht. Irgendwas brauchen wir um den Tingles-Konstrukt. Das Eisenschwert wurde natürlich vom Monster gedroppt. Hier ist unsere Monsterfarm. Die halt richtig hier drüber geht. Und ihr seht schon, so habe ich hier einiges an Ressourcen gefarmt jetzt mit dieser Monsterfarm. So. Und auf Hut freigeschaltet. Ja, sie hat hier so einen Hut-Mod drauf und die muss Monster komisch Hüte anhaben. Dementsprechend werden die Dinge aktiviert, wenn man dann Hut dann umhaut, also ein Monster mit so einem Hut umhaut. So, wir sind gerade verhungern, genau. Wollte sagen, wir sollen essen. Guck mal, zu spät. Ja. Ich hab's ja schon kapiert. Ich bin ja schon am Essen. Mein Gott. So, da wollen wir ein bisschen aktiver sein. Ich habe jetzt inzwischen auch wirklich geschaut, dass ich ein bisschen vorwärts komme hier. Dann habe ich hier Sachen angebaut und Inventar gefüllt. Ihr seht schon, ich habe schon drei Slots-Plätze frei gemacht. Durch das Monsterhauen habe ich ein bisschen EP gesammelt, wo ich jetzt ein bisschen mehr Platz habe, um mich hier ein bisschen zusammen zu knopfen. Aber ich habe schon viel gesammelt. Das geht auch ziemlich fix jetzt. Ja. Gut, dann wollen wir mal. Die Harke. Wo haben wir die Harke? Hier. Das muss hier ein bisschen. Körner habe ich jetzt genug. Jetzt können wir hier ziemlich viele Felder wieder anpflanzen.
Das Wasser habe ich hier einfach ins Nichts gebaut. Es geht nach unten. So können wir dann später auch mal was anbauen, sofern wir es hinkriegen, nicht runterfallen. Das ist immer so ein Ding. Wie gesagt, die Körner brauche ich, um hier mehr Minikus anzupflanzen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon genug vielleicht wieder? 6, 8, es reicht sogar. Kann ich euch mal zeigen. Man nehme Weizenkörner und Redstone. Achso, ich wollte doch sagen, hatte ich doch vorhin welches gehabt. Ja, und die Felder werden leider wenn man es irgendwo craft, nicht angezeigt. Dementsprechend muss man immer schauen, hier habe ich überall was drin. Hier eine Werkbank, ne, keine Werkbank, hier ist eine Werkbank, gut. Sie kann diese Minikus hier anordnen, plus einen Samen in die Mitte, zack, hat die Minikus-Seeds, die ihr dann wieder anpflanzen könnt. Ja, zum Beispiel. Die brauchen irgendwie kein Wasser, ich habe das Gefühl. Gut, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht bräuchte ich das Wasser und es passiert eben darum nichts. Ich werde mal die hier abbauen und mal hier hinsetzen. Oder hier. So, und dann werde ich hier diese Erde abbauen. Okay, und dann holen wir uns einen Kessel, ein Stückchen Wasser, so unendlichen Farm. Und setzen die hier hin. Vielleicht wachsen sie schneller. Das werden wir sehen, sie haben auch sonst gewachsen. Wie gesagt, normalerweise trocknet die Erde. Ist bei denen nicht der Fall. Keine Ahnung wieso, weshalb genau, aber es ist so. So, jetzt müssen wir hier schauen. Jetzt habe ich hier natürlich alles weggemacht. Dementsprechend muss ich schauen, wo ich die Lichtquelle hinbaue. Ich habe sie mal links davon hingesetzt. Dann werde ich hier auch ein Hauslab bauen. Und dann gleich die Fackel daneben. Falsch. Ja, die brauche ich jetzt genau, natürlich, genau. Okay, hier geht es nach unten noch. Shift-Taste drücken, nicht runterfallen. Wäre vom Vorteil. So, okay, soweit so gut. Ja, unsere kleine Farm hier. Genau. Ja, was ist mein erstes Ziel? Mein erstes Ziel ist eigentlich mal einen Pulverisierer zu bauen. Ganz einfach, dass ich aus Cobblestone Keys kriege, um dann einfach mir das ganze Verhauen halt zu sparen. Und dafür brauchen wir ziemlich viel Material. Können wir schauen, so. Pulverisierer, das wir brauchen, das ist die erste Maschine. Und ich bin sicher, habe ich schon angefangen zu bauen. Ich glaube, ich habe es gerade die Sachen ein bisschen angefangen. Ja, bla. Irgendwie drin war das Zeugs. Genau. Wir brauchen nämlich hier einen Kolben, den können wir herstellen durch ein Eisen, Redstone und Bruchstein sowie Holz. Das ist nicht so das Ding. Ich glaube, den habe ich auch bereits schon. Genau, Kolben. Dann brauchen wir zwei Feuersteine. Ist ja kein Thema, haben wir eh genug. Und dann brauche ich Maschinenraum. Den stellen wir her, indem wir zuerst ein Zahnrad herstellen aus Eisen und Tin. Dann kommen wir zum Maschinenraum. Opa. Zum Zahnrad. Und dann. Ja, das habe ich. Das ist immer das Ding, die kommen Maschinenrezepte durch. Und ich muss das einfacher nehmen. Die ganze normale Basis. So. Genau, dann mit vier Glas und vier Eisen plus die Zahn gibt es in diesen Rahmen. Das haben wir bereits gemacht, das seht ihr hier. Genau, Maschinenraum, Zahn. Und jetzt kommen die anderen Teile, die uns noch fehlen, nämlich zuerst dieses Kupferzahnrad. Dafür brauchen wir vier Kupfer und einen Eisenbarren. Ich weiß gar nicht, wie viel Erz ich schon habe. Kupfereisen. Also Eisenbarren ist das Problem, Kupfer ist eher das Problem zur Zeit. Hier, Kupfer haben vier. Ich weiß nicht, ob wir in der Truhe schon was haben. Ich glaube nicht, ich glaube, da müssen wir ein bisschen Kupfer hier. Hier haben wir Kupfer, Gravel. Wenn man vier Brocken Erz zusammenfügt, gibt es einen Gravel. Ich habe extra einen neuen Gravel gesammelt. Das hat den Vorteil, ich kann natürlich jetzt einen Ofen rein tun. Diesen neuen Gravel. Und ich habe dann gleich die Menge für den ganzen Block. So kann ich das gleich als Block nachher gießen. Muss ich hier einzelne Barren rauslassen, so kann ich auf einem Stück einen Hieb neuen Barren gießen, so muss ich hier neunmal klicken, in einzelne Barren ausgießen. Das geht natürlich jetzt schneller. Und dann haben wir nachher bereits 2x9, es gibt das Doppelte ja nachher gleich durch das Schmelzen. Ihr könnt hier kurz schauen, ihr seht das Kupfer, wie es hier drin liegt. Jetzt wird es von unten her wird das langsam geschmolzen. Da müsste eigentlich jetzt dann gleich, wenn es hier geschmolzen ist, durchs Fenster zu sehen sein. Ja, dass die Schmiede dann voll und flüssigen ja, Kupfer ist. So, jetzt gleich. Zack, zack, zack. Und jetzt seht ihr,
haben hier das flüssige Kupfer drin. Wunderschön. Ja, okay. Wichtig ist halt wirklich, ihr müsst die Schmiede wirklich komplett zu haben, auch den Boden ausgepflastert, sonst geht das nicht. Und die Größe bestimmt dann die Füllmenge. Habe gerne eigentlich nur ein, viel machen 3x3 Fläche, ich mache eher ein 2x3. Hat der Grund, wenn ich dann hier wirklich 3 hoch zu habe, kann ich genau auf die Größe 2x9, also 18 Blöcke belegen in der Schmiede. Das heißt, es hat immer genau volle Anzahl für einen Block. So, kann ich hier gießen, dann kommt das frische Kupfer raus, frisch abgezapft. Und wir können es dann gleich verwenden und Inventar nehmen, mit dem Platz haben, wir haben Platz, sehr gut, um dann ja Kupferbahnen zu kriegen. Wie gesagt, neun Bahnen waren und jetzt schau an, wir haben noch mal, wir können noch mal neun rauslassen, sehr schön. Diese Kupferblock, den wir bekommen, können wir jetzt wieder natürlich Inventar nehmen, zack, und wir haben neun Bahnen, die wir brauchen für unser Rezept, sehr schön. So, wir brauchen dann gleich zwei Zahnräder dafür. Dann bauen wir gleich zwei. So, voilà. Und nochmal ein Block. Somit haben wir jetzt neun Blöcke. Und wir haben hier noch ein bisschen Zombiefleisch. Das können wir auch gleich kompostieren. Das kennen wir ja bereits. Haben wir zu oft ja schon gemacht. Ich habe eine Erde gekriegt. Zwei Erde, gut. Das heißt, wir werden die Erde gleich hier verbauen jetzt. Wenn ich Glück habe, falle ich ja nicht runter. Wenn ich Pech habe, dann schon. Dann wäre alles für die Katz gewesen, was wir jetzt gerade gearbeitet haben. Ah ja, nochmal Grüße an unseren Schwabenboy, was du zusiehst. Deine Aktion mit dem Meinweiner, den Boden und Füßen wegzuhauen, war einfach nur köstlich. Also, wer es nicht gesehen hat, schaut doch bei uns Schwabenboy vorbei. Die Folge, den Boden verlieren. Ich habe mich echt nur weggelacht. Also, nicht böse verstehen, es war einfach nur lustig. Also, weil man ja selber weiß, wie ätzend sowas ist. Und wenn das einem dann passiert, ist nur noch ärgerlicher. Ja, gut. So, hier werde ich auch kurz ein Licht hinbauen. Wir brauchen Grassieds natürlich dann, um hier Gras wachsen lassen zu können. Aber also wieder Zeit. So, wir werden die Zahnräder mal kurz bauen für unser Pulverisierer. Dafür gehen wir hier hin. Die Werkbank wieder. Wir haben die Eisen in der Mitte. Das Kupfer. Zwei hier. Ja, zwei hier und daneben. So. Und die Kupferzahnräder. Und wir schauen nochmal das Rezept an. Wir brauchen die auf der Seite. Heißt, die werden jetzt hier hingepflanzt. So, da finden Sie nur einen Teil für den Pulverisierer, und zwar diese Redstone Rezeptspule. Richtig sehe. Genau, die können wir herstellen mit zwei Goldbarren, ein Goldbarren und zwei Redstone. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Goldbarren übrig? Ich glaube nämlich nicht, das ist ziemlich ein Rohstoff, der ziemlich oft benutzt wird. Aber kann man schauen, haben hier vier Brocken Ohr. Ich glaube, ich muss mal kurz noch was. 7 gehen, ja, ist so. Wir haben leider kein Gold mehr. Da müssen wir mal ein bisschen kurz 7. Wie gesagt, wir haben den Bruchstein jetzt ja hier. Können den einfach mal hinpflanzen. Und bis weiter geht's dann in der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Da werden wir dann diesen Professier fertig bauen. Und dann werden wir das nächste Problem haben. Das werdet ihr dann gleich sehen. Der eine oder andere weiß es vielleicht schon. Aber das bis dann. Das war's. Tschüss.